Jeff, 1:1 unentschieden nach einer intensiven Woche im Trainingslager. Wie schwer waren die Beine heute bei 30 Grad? Ja, wie du sagst, es war sehr heiß heute. Trainingslager war sehr intensiv, anstrengend. Aber gut, das brauchen wir natürlich auch für das ganze Saison. Und ja, ich denke vor allem in die zweite Halbzeit haben wir gemerkt, dass uns noch ein bisschen die Frischheit fehlt. Und dass viele Spieler ein bisschen müde waren, denke ich. Aber ich denke, es war eine sehr gute Woche. Wir haben Spaß gehabt, gut trainiert und machen wir so weiter. Ja, Wetterbedingungen waren sehr heiß, wie du schon sagst. Und Platz war auch etwas trocken. Nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir eine gute Partie gemacht. Klar hätten wir das Spiel heute gern gewonnen, hätten wir es 1:0 über die Zeit gebracht. Aber ja, Schalke hat jetzt einen Ausgleichstreffer noch gemacht und deswegen müssen wir auch zufrieden sein heute. Wichtig ist, dass jeder gesund geblieben ist, dass jeder das Trainingslager voll gehen konnte. Und das ist wichtig und das gibt dann Kraft. Eher ungewöhnlich, gegen einen direkten Ligakonkurrenten zu testen. Ich bin mir sicher, du hast dich auf das Spiel gefreut als alter Schalker. Aber war spannend zu sehen, wo das andere Team gerade steht. Ja, ist natürlich schwer zu sagen. Je nach 8 Tagen, 7 Tagen Trainingslager sind die Knochen natürlich nicht richtig frisch. Aber hat natürlich Spaß gemacht, zu einem gegen meinen Ex-Club zu spielen, die alten Gesichter wieder gesehen zu haben. Zum anderen ja, gegen einen Mitkonkurrenten in der Liga. Und deswegen dürfen wir die Partie nicht so hochhängen. Und wir versuchen natürlich in der Bundesliga dann das Spiel zu gewinnen. Ich denke, heute war ein sehr guter Test für beide Mannschaften. Eigentlich wollten wir natürlich gegen eine Mannschaft Katar spielen, aber gut, wir wissen ja, wie das gelaufen ist. Und ich denke, wir können heute zufrieden sein. Klar, wir müssen das analysieren. Wir haben auch ein paar Punkte, was wir noch verbessern müssen. Aber ja, wir können zufrieden sein über die ganze Woche. Ihr hattet ja viele Taktikeinheiten auch im Trainingslager. Habt ihr das heute so umsetzen können, wie ihr es euch vorgenommen habt? Ansatzweise auf jeden Fall. Ich glaube, vor allem in der ersten Halbzeit waren wir noch frisch, denke ich. Hatten wir auch eine gute Möglichkeit mit André, denke ich. Und auch in der zweiten Halbzeit haben wir noch ein paar Chancen gehabt. Waren wir ein bisschen zu einfache Fehler gemacht vielleicht. Aber ja, es ist ein Testspiel und das müssen wir in der Liga mal gewinnen von denen. Man hat schon gute Ansätze gesehen auf jeden Fall. Ist nicht alles, dass nicht alles klappt, ist auch klar. Aber wir müssen einfach dranbleiben, wie es der Trainer uns vorgibt. Und dann denke ich, dass auch in den nächsten Wochen man eine Verbesserung sieht. Letzte Frage, wie froh bist du, dass es morgen wieder nach Hause geht? Sehr froh, auf jeden Fall. Ich vermisse meine beiden Kids, meine Frau natürlich. Und ja, kann es kaum erwarten, wieder zusammen mit denen in einem Bett zu sein. Trainingslager ist schön, ist notwendig, aber es ist auch immer wieder schön, nach Hause zu gehen.